wir stellen euch heute, ich, Charlotte, stelle euch heute vor, ich bin die kleine Ente von Helmut Spanner, erschienen im Ravensburger Verlag. Tschüss! Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, gehen Sie im Augenblick mit Ihren Kindern auch an den Teich und an den See, um die kleinen Entenbabys zu beobachten und vielleicht auch ein bisschen zu füttern, was man ja nicht machen soll. Aber auf jeden Fall sind sie ganz allerliebst, so wie diese kleine Ente, die Helmut Spanner in seiner Reihe Ich bin die kleine Katze, die kennen wir ja schon, aber eben hier auch die kleine Ente vorstellt mit ihrem Tageslauf. Und das Besondere an dieser Reihe, insbesondere an den Bänden von Helmut Spanner, ist ja, dass es um den Tagesablauf eines bestimmten Tieres geht. Und in diesem Fall ist es so, kleine Enten müssen ganz schöne Abenteuer erleben. Erstmal schlüpfen sie aus dem Ei und dann sind sie hier erstmal bei ihrer Mama und schnattern und quieken und ich weiß nicht, was für entzückende Geräusche sie sonst noch machen. Und dann geht's schon los. Das ist auch vom Text her ganz nett gemacht, denn es heißt hier, heute gehen wir das erste Mal baden. Meine Schwester ist schon im Wasser, mein Bruder zögert noch und hoppla, jetzt komme ich. Also das ist einfach sehr liebevoll gemacht. Allerdings müssen kleine Enten viel lernen. Und das kann man zum Beispiel sehr nett machen mit den ganz bekannten Kinderliedern. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe, wenn man gründelt und etwas zu fressen sucht. Aber kleine Enten müssen etwas ganz Wichtiges lernen, nämlich dass es Leute gibt, die mehr können als sie und dass sie nicht immer der Mittelpunkt sind, bei dem alles klappt. Also hier ist es die Möwe, die der kleinen Ente das Brotstückchen wegfrisst. Und das ist übrigens meine Lieblingsseite, weil ich teste das manchmal mit Erwachsenen, dass ich sage, was denken Sie, welcher Text hier drunter steht? Und decke das ab und dann kommt halt schon oft, naja, der sieht aber komisch aus oder der sieht lustig aus. Aber das steht da nicht. Da steht, der bläst seine Schallbacken auf und quakt mich an. Und ich antworte ihm und quake zurück. Das eine ist, wenn man jetzt ganz streng ist, ein Vorurteil. Denn Schallbacken gehören zum Frosch, wie zu uns die Nase und der Mund und die Hände. Und der muss, um quaken zu können, die aufblasen. Also es ist für ihn etwas ganz Natürliches, also nichts Komisches und auch nichts Lustiges, sondern einfach etwas Notwendiges. Das heißt, hier haben wir es mit einem Blick ohne Vorurteil auf ein fremdes Wesen zu tun, das wir erst kennenlernen müssen. Ja, und in diesem Sinne sind alle diese Tagesablauf-Szenen, die hier erzählt werden, für Kinder eine wunderbare Begleitung, um das kennenzulernen, womit sie das ja auch zu tun haben. Beziehungsweise natürlich nur dann, wenn man das auch wirklich macht, mit ihnen an den Teich zu gehen und die Enten zu besuchen. Machen Sie es doch einfach. Und dann zu Hause das alles nachbereiten, beziehungsweise sich nochmal und nochmal und nochmal über diese reizenden Geschöpfe zu freuen. Dazu sind dann diese Bücher da. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim sich darüber unterhalten, dessen, was man vorher in Wirklichkeit gesehen hat.